Das Leben konfrontiert einen mit vielen Fragen. Denn wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Fragen, mit denen wir Radsportler uns so auseinandersetzen, sind allerdings etwas speziell. Und um diesen auf den Grund zu gehen, sollten wir ganz schleunig weg vom Schreibtisch und rein in die Realität, rauf aufs Fahrrad. Denn auf dem Fahrradsattel reifen die meisten dieser spezifischen Radsportlerfragen. Einige von ihnen sogar so lange, dass sie einen rein bis in den Alltag verfolgen. Eine Frage, die mich übrigens bis in meinen Alltag verfolgt, ist die, ob ihr diesen Kanal schon abonniert habt. Und natürlich den obligatorischen Daumen nach oben reingeschallert. Wenn nicht, bitte machen. Dankeschön. Weiter geht's. Neun Tage, 44 Minuten, 16.500, Colago Prototypo, Tour de France Edition. Ja, das geht ja. Ah, servus, ihr seid's. Ja, eine weitere Frage, die man sich als Radsportler eigentlich immer stellt, ist die von mehr Material. Kann man es sich leisten? Wann ist es endlich verfügbar? Und wie erklärt man es den Leuten, die mit einem in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis stehen? Aber ich muss persönlich sagen, von dieser Frage habe ich eigentlich nur gehört. Ich selber stelle die mir eigentlich selten. Aber ja, vielleicht kennt ihr ja irgendwen in eurem Umfeld oder habt euch dabei ein bisschen ertappt gefühlt. Wirklich ein schönes Rad. Oder doch lieber ein Mountainbike? Eine Frage, die sich bestimmt auch andere Sportarten, ganz besonders aber Radsportler stellen, ist die Frage über den Trainingszustand der anderen. Was trainieren die anderen? Wie fit sind sie? Und wie viele Kilometer haben sie bereits Vorsprung? Und wird man selber hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben? Trainingsplattformen wie Komoot oder Strava lassen es mittlerweile zu, dass man jeden einzelnen gefahrenen Kilometer der Arbeitskolleginnen, der Arbeitskollegen, der Trainingspartner und der Trainingspartnerinnen unter die Nase gerieben bekommt, wenn man selber im Büro sitzt. Ich bin da relativ froh, nachdem ich meine Profilaufbahn beendet habe, bin ich da eigentlich relativ entspannt. Oh, Tobi hat ein Video geschickt. Ganz liebe Grüße, Richie, aus dem Urlaub. Also ich habe die ganze letzte Woche ganze 17 Stunden auf dem Rad gesessen. Heute, die nächste Woche, kommen wieder 5 dazu. Ich hoffe, dir geht es im Büro gut und die Luft ist da auch sehr erfrischend. Mach's gut. Ja, nee. Also, wie gesagt, ich bleib da eigentlich relativ cool und ich muss da jetzt auch nicht irgendwie deswegen übermäßig trainieren! Und? Könnt ihr mich hören? Ja, ich mich auch kaum. Denn eine weitere Frage, die mich häufig heimsucht, ist die nach diesem gottverdammten Gegenwind. Warum zur Hölle dreht der Wind eigentlich immer genau dann, wenn ich eigentlich Rückenwind haben sollte? Und warum habe ich generell immer mehr Gegenwind als Rückenwind? Und warum ist der Wind in diesem Jahr so besonders stark? Die Frage, die im Alltag eines jeden Radsportlers am schwersten wiegt, ist die Frage der Trainingsintegration. Und was sich da nicht alles ausgedacht wird. Wenn ich im Homeoffice morgens 2 Stunden vor der Arbeitszeit anfange zu arbeiten, dann kann ich doch mit Sicherheit meine Mittagspause einfach auf 3 Stunden ausdehnen und eine schöne Ausfahrt machen. Der Bäcker liegt am Wochenende auf einmal mindestens 50 Kilometer entfernt. Die machen da so gute Croissants, damit man auch ja noch einen 100er am Wochenende abgespult hat. Und auch auf einmal werden die Verwandten und Freunde, die an den entlegensten Orten in Deutschland wohnen, mit dem Fahrrad besucht. Ich werde dem Ganzen in diesem Jahr noch mal die Krone aufsetzen, indem ich in den geplanten Entspannungsurlaub am Lago di Como mit dem Fahrrad anreisen werde. Sind ja nur 500 Kilometer. Ich frage mich jetzt schon, wann ich mich im Urlaub wieder fragen werde, wann ich denn doch noch ein bisschen Rad fahren kann. Das Leben eines jeden Menschen wird vom Wetter bestimmt. Ganz besonders wird aber das Leben von Radsportlern vom Wetter bestimmt, wie man hier sehen kann. Nee, also ich traue dieser Wetter-App einfach nicht. Es sind doch mindestens 12 Knoten aus Südost. Wo soll ich denn jetzt wissen, ob die Regenwolke kommt oder nicht? Ich bin mir sicher, auf diesem Planeten kennt sich niemand so gut mit dem Wetter aus wie Radsportler. Gut, der ein oder andere Meteorologe und Klimaforscher vielleicht, aber dann kommen mit Sicherheit ganz schnell die Radsportler. Sie da unten,
Mhm. Ja, könnten Sie mal da hinten um die Ecke gehen und mir sagen, wie das mit der... Nicht? Ja, und wie soll ich jetzt wissen, ob ich heute Fahrrad fahren und Beinlinge? Und überhaupt? Ganz ehrlich, die spinnen doch mit der Fragerei nach dem Wetter. Eine Frage, die ich mir auch gerade wieder stelle, ist die nach dem Warum. Warum mache ich das eigentlich alles hier? Ich könnte sonst was machen. Ich könnte Binnenschiffer werden oder wenigstens Fußballer. Warum tue ich mir diese ganze Quälerei eigentlich immer an? Ich weiß es doch auch nicht. Boy, wirklich. Binnenschiffer müsste man sein. Den ganzen Tag bräunen, steuern und ein geiler Captain. Stattdessen Radfahren, steuern und kein geiler Captain. Zum Ende dieses Videos frage ich mich natürlich, ob ihr euch bei diesen Fragen wiedererkannt habt oder ob ihr ganz andere Fragen im Kopf habt, wenn es um das Thema Radsport geht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, diskutiert mit und tretet mit uns in Interaktion. Ich freue mich immer, wenn ich lustige Kommentare lese und ich bin mir sicher, bei diesen Fragen, da gibt es noch einige witzige, die ich verpasst habe. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns bei den nächsten. Macht's gut und tschüss.